ain't just trying to hit it, get lit. This price, if you really bought it, but I got it, yes I do. Hey Leute, was geht? Access Life ist hier am Start für euch. Ich bin's Epic hier in Braunschweig am Park. Ein bisschen chillen mit Kumpels. Später gehen wir noch irgendwo hin, Party machen oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall das heutige Thema Abonnenten. Ja, Abonnenten, Leute. Wie geht's mit YouTube weiter? Oder wie ist das überhaupt entstanden, dass ich so viel Abonnenten bekommen habe und dann einige verloren habe? Also das Ganze rund um YouTube, sag ich mal. Also, wie ihr wisst, also die treuen Abonnenten wissen ja, ich wurde gepusht, habe dann sehr viele Abonnenten bekommen und nach einer Zeit immer mehr De-Abonnenten, weil, ja, ich erkläre es mir so, viele Erfolgsfans, das könnt ihr mal nachschauen, also gibt es überall in jeder Sportart und wahrscheinlich auch auf YouTube, und Erfolgsfans haben dazu auch geführt, dass ich Abonnenten verloren habe. Und ja, also man wollte, dass man was mit den großen YouTubern macht, und diese Leute, die diesen Kanal bei mir abonniert hatten, hoffentlich jetzt weg sind. Also wenn ihr noch da seid, ihr Erfolgsfans, bitte deabonnieren, ich brauche euch ehrlich gesagt nicht. Ansonsten, ja, die alle, die noch da sind, wissen, die Erfolgsfans haben schon genervt den Kanal runtergezogen mit ihren Deabos und hat ein bisschen genervt, aber ist halt so. Und ja, braucht man sich eigentlich nicht so beschweren, aber so ist es halt bei mir gelaufen, dass ich viele De-Abos bekommen habe und Abonnenten ausgestiegen sind. Und ja, man wollte, dass man mit großen YouTubern was macht. So ist es nicht geschehen. Es ist einfach nicht passiert. Es sollte nicht so sein. Keine Ahnung, ist halt nicht passiert. Und ja, und die haben sich gesagt, okay, er wird nicht groß, dann brauche ich ihn auch nicht zu abonnieren. Ich meine, okay, ich abonniere auch Leute, oder ich gucke auch von Leuten das Video, wo die keine 1000 Abonnenten haben. Hauptsache, deren Content gefällt mir. Und diese Leute, die mich damals abonniert haben, ich will die auch gar nicht mehr wiedersehen, weil, ich meine, was ist das? Man abonniert einen YouTuber, weil man seinen Content mag. Was er macht, das mag man. Und die Leute, ja, haben einfach so abonniert, weil sie dachten, oh, der wird irgendwann groß, ich will dabei sein. Ich will in den Kommentaren schreiben, ja, ich bin von Anfang an dabei. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob das die Call of Duty deutsche Community ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass sie weg sind. Es war natürlich schade, es ist für den Wachstum nicht gut. Aber die Leute, die jetzt meinen Kanal, bei meinem Kanal abonniert sind oder die meine Videos regelmäßig schauen, Daumen nach oben gehen. Ich weiß, ihr seid die treuesten Abonnenten und dafür bedanke ich mich. Und ja, wie geht's weiter? Also ich werde einfach weiter mein Ding durchziehen, werde trotzdem weiter Videos produzieren und just so fun einfach Videos raushauen. Und ich werde auch andere Sachen machen, so ein bisschen Real Life und ein bisschen mal in Hamburg vielleicht ein Video, in einer anderen Stadt mal ein Video, einfach nur just so fun, wo wir mal ein bisschen feiern oder irgendwie sowas. Also auch natürlich werdet ihr Gameplays sehen, auch solche Sachen, aber halt über mich. Und wenn ihr halt damit einverstanden seid und mich abonniert habt und deswegen da seid, dann danke, danke, und ja, würde ich mich freuen über einen Trip, über die Reise mit euch. Ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Ihr wisst ja selber, 1500 Abonnenten, jetziges Datum, man weiß nicht, wie es weitergeht. Also vielleicht irgendwann weniger oder vielleicht steigt die Zahl. Mir ist das eigentlich recht egal, weil das sehe ich als Hobby. Und ja, ich weiß ja nicht, ob ich mit Call of Duty aufhöre oder ich weiß ja nicht, wie Black Ops 3 wird. Das kann ich euch noch nicht sagen, aber es ist wie soll man sagen, die Zukunft ist ungewiss. Und jetzt das Datum, also die Leute wollten auch ein bisschen Statement von mir hören, wie es nun weitergeht, ob ich jetzt traurig bin, ob ich den Kanal schließe oder irgendwas mache. Also der Kanal wird natürlich nicht geschlossen, oder was wird jetzt verändert, oder setze ich die Abonnentenzahl auf null? Nein, irgendwie, das lasse ich einfach so sein, weil das ist einfach so passiert, und warum soll ich die Vergangenheit löschen? Das ist so, als wenn ich Geschichte löschen würde. Irgendwer löscht dann halt die Geschichte und sagt, es würde niemals Zweiten Weltkrieg geben. Zweite Weltkrieg hat stattgefunden und es war halt scheiße. Und ja, viele bereuen es, ist auch gut, alle bereuen es fast. Und ja, man hat daraus gelernt, man lernt aus Fehlern und man lernt aus Leuten, die nicht korrekt sind, die korrekt sind, ja. Mich würde mal die Meinung von euch interessieren, wie ihr das so alles so erlebt habt, die letzten Monate. Also, ich kann euch mal ein bisschen von meiner Seite aus erzählen. Den Kanal gibt es schon seit 2013, seit Januar.
Damals wollten wir nur ein bisschen ein paar Gameplays hochladen, nichts Besonderes, einfach nur ein paar Gameplays euch präsentieren und Just for Fun einfach nur so ein paar Gameplays hochladen. Wir haben uns nichts dabei gedacht. Dann kam die Sache mit der ersten DNA in Deutschland. Ja, das war nicht von den anderen YouTubern, die aus Österreich kommen und behaupten, das war von denen. Das war von uns, Leute, ehrlich. Ja, wie dem auch sei, ist jetzt auch egal. Außer, wir wurden halt gepusht und hatten dann über 2000 Abonnenten mit Selection, der jetzt andere Projekte und die Arbeit und Familie hat. Und ich übernehme jetzt diesen Kanal quasi und Selection ab und zu vielleicht dabei, wenn er Bock hat, liegt an ihm. Und vielleicht seht ihr einen anderen mal aus dem Clan hier am Channel, vielleicht mit seinem Gameplay und Commentary, kann ja auch passieren. Und warum nicht? Und wenn man sich so betrachtet, es ging im November los mit der DNA-Bomb und dann waren wir im Hoch, wir waren im Hype, dann immer so weiter von den Klickzahlen, sag ich mal, immer weiter runter. Und ja, und jetzt quasi so eine Ebene, also eine Ebene, wo man diese treuen Fans hat, die dabei sind, jedes Video schauen und ich über 100, 200, 300 Klicks habe pro Video. Finde ich richtig geil, weil diese Fanbase, was ich jetzt habe, muss man sich erstmal erspielen. Das hat nicht jeder. Ich meine, wer mit YouTube anfängt, der weiß, jeder Klick oder jede 10 Klicks, da freut man sich wie sonst was. Und ich habe 100 Klicks und so. Das ist einfach, ich habe eine Fanbase aufgebaut, Leute. Ich habe einfach korrekte und treue Zuschauer. Und da sage ich nochmal Dankeschön, Leute. Ihr seid übelst korrekt. Und ja, wie es halt weitergeht, werdet ihr halt auf dem Channel sehen. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Bin ich echt gespannt. Die Videos werden folgen und ja, Mischmasch-Videos, ne? Alles drumherum. Und vielleicht werde ich auch demnächst so eine Serie machen, wo ich meine alten Videos selber so anschaue, weil ich möchte jetzt nicht in diesem Video alles verpacken und das war's dann alles. Okay, das war's. Chapter abgeschlossen, so. Ein auf den. Nein, ich werde mal Video für Video das kommentieren, quasi wie ich das erfunden habe oder wie wir das damals erfunden haben, als wir das Video gemacht haben, was wir gedacht haben. Unsere Gefühle, was wir gedacht haben bei der ersten DNA-Bomb, also sowas ähnliches wie watching old videos, also von mir selber so. Ich bin zwar noch nicht so lange auf YouTube aktiv, es ist nicht so lange, aber es ist doch einiges passiert und deswegen kann man das eigentlich machen, weil der Channel existiert seit 2013, 2,5 Jahren. Und ja, ist doch auch eine Zeit, ne? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre auf YouTube, 1500 Abonnenten, ist halt gut. Na gut, Leute, dann kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Reise geht weiter und ja, genießt den Tag so wie wir. Am Park ein bisschen chillen und später Party machen. Genießt das Leben, Leute. Seht ihr nochmal hier. Ist in Braunschweig. Übel chillig. Kommt mal vorbei, wir chillen ein bisschen. Haut da rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut da rein.